So Freunde der ungarischen Küche, hallo zusammen. Heute zeige ich euch mal ganz einfach, wie wir aus einer geräucherten Schweinshaxe in Cilok eine schöne Fondbasis ansetzen für eine ungarische dicke Bohnensuppe. Und ihr seid dabei. Ich freue mich, dass ihr zuschaut, und wenn es euch gefällt, auf jeden Fall abonniert den Kanal. So Freunde, und als erstes natürlich Feuer machen, ganz wichtig. So Freunde, ein kleines bisschen Salz noch mit dazu, nicht viel, weil das Cilok ja an sich schon gesalzen ist oder gepökelt ist. Jetzt gebe ich hier noch von meiner Pfeffermischung ein bisschen was mit rein. So. Ein bisschen Lorbeer. Und das war's, Freunde. Eine Geheimzutat gebe ich gleich noch mit zu, aber das werdet ihr gleich sehen. Das Bild wäre noch. Ich will gerne noch. Gerne noch bitte. Na, da brauchen wir aber jetzt nicht großartig auflegen. Nö. Lass es einfach nur ziehen. Okay.